Die Demokratische Republik Kongo hatte das Land Uganda auf Reparationszahlungen verklagt, weil es im Nordosten des Kongo zwischen 1998 und 2003 Krieg geführt hatte. Zehntausende Menschen starben, es kam zu Plünderungen. Für die Verbrechen in der kongolesischen Provinz Ituri muss Uganda jetzt Reparationen in Höhe von umgerechnet rund 285 Millionen Euro zahlen. Ein Massengrab in Kisangani im Nordosten des Kongo. Modugu Juma war 21 Jahre alt, als er in Gefechte mit Truppen aus dem Nachbarland Uganda geriet. Heute ist er 42, kriegsversehrt und zufrieden, dass im Fernen Den Haag endlich recht gesprochen wurde. Ich bin froh über das Ende des Verfahrens nach 21 Jahren des Leidens. Unsere Väter sind tot, unsere Mütter sind gestorben oder Witwen geworden. Alle Opfer haben Gott um ein Urteil angefleht. Das Urteil, umgerechnet 285 Millionen Euro, soll Uganda an die Demokratische Republik Kongo an Reparationen für Kriegsschäden zahlen. Aber fast 10 Milliarden hatte Kongo gefordert. Im Grundsatz hatten die Richter Uganda schon 2005 schuldig gesprochen. Weil sich Uganda und Kongo aber nicht auf die Höhe der Reparationen einigen konnten, mussten die Richter erneut beraten. Krieg im Osten des Kongo vor 24 Jahren. Beteiligte sind Rebellengruppen und Nachbarstaaten. Uganda spricht von Selbstverteidigung gegen Rebellen hinter der Grenze. Die Richter sprechen von einer Aggression. Völkerrechtler sind zufrieden. Das ist nun quasi ein Kriegsverbrechen. Uganda wird Geld zahlen. Die Botschaft ist, du kannst nicht plündern, nur weil dein Nachbar ein Problem hat. Sollte Uganda zahlen, wird es für Modugu Juma darum gehen, endlich seinen Anteil an der Wiedergutmachung zu bekommen. Und damit zu Norbert Hahn in Nairobi. Ja, rund 285 Millionen Euro muss Uganda jetzt an das Nachbarland Kongo zahlen. Die Summe steht fest. Hat das Gericht dem Kongo damit auch quasi noch mal grundsätzlich Recht gegeben? Ja, im Grunde hat das Gericht eine erste Entscheidung 2005 bekräftigt. Da hat man ja im Grundsatz schon entschieden, ja, Uganda hat sich da ins Unrecht gesetzt, hat im Grunde Aggression betrieben. Und es gab dann so eine Hausaufgabe an die beiden Parteien, an Kongo und Uganda, sich über die Reparationszahlungen zu einigen. Das hat dann nicht geklappt über 10 Jahre. Und 2015 hat Kongo dann nochmal das Gericht angerufen, um dann durch das Gericht die Höhe von Reparationszahlungen festlegen zu lassen. Wie errechnet sich denn so eine Summe? Also wofür genau sind die Entschädigungen? Ja, also wie die sich errechnet, ich kann auf alle Fälle schon mal sagen, das meiste Geld ist reserviert jetzt für Personenschäden. Das heißt, Menschen, die zu Tode gekommen sind, die verletzt wurden, aber auch die Frauen, die vergewaltigt wurden zum Beispiel. Das sind fast 200 Millionen Euro. Dann gibt es 35 Millionen Euro für Gebäude und Infrastruktur und 52 Millionen für Plünderung von Rohstoffen. Also die Region Ituri ist eine sehr rohstoffreiche Region und man kann davon ausgehen, dass sozusagen ein Nebenziel dieser Kriegsführung, der Art dieser Kriegsführung eben durchaus auch die Plünderung von Rohstoffen war. Da gibt es Gold, da gibt es Diamanten, Wolfram, Koltern, alles, was man sich so denken kann, was von Wert ist. Ein hoher Betrag also allein dafür. Jetzt ging es ja eigentlich mal um. Wie die sich errechnet, war ja Ihre andere Frage. Also wie errechnet sich das? Also da gab es tatsächlich große Probleme, denn wir haben ja schon gehört, eigentlich wollte Kongo viel mehr haben. Das Gericht hat aber gesagt, naja, also erstmal reden wir nicht über ganz Kongo, über alle Kriegsschäden, sondern wir reden über die Region Ituri. Und in Ituri war ja nicht nur Uganda, sondern zeitweise war auch Ruanda da drin. Und es waren wahrscheinlich ein Dutzend anderer militärischer Gruppen, das alles auseinanderzuziehen. Also wer hat genau welchen Schaden jetzt begangen? Das war schwierig. Da konnte Kongo eben nicht die genauen Nachweise und Beweise liefern. Und so ist man dann im Grunde genommen auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner gekommen. Kann Uganda sich diese Summe denn leisten?
Ich glaube schon, dass sich Uganda das leisten kann. Die Frage wäre eher sonst gewesen, hätte sich Uganda fast 10 Milliarden Euro leisten können, das, was Kongo ja gerne gehabt hätte. Aber so, denke ich, wird es gehen. Es sind 285 Millionen Euro in 5 Tranchen, à 65 Millionen pro Jahr. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was Uganda an den Bettelstab bringt. Das glaube ich nicht. Wird das Land die Strafe also akzeptieren? Das ist in der Tat eine gute Frage. Uganda hat ja lange darum gerungen, nichts zahlen zu müssen. Aber ich glaube, mit dieser Festlegung, mit diesem Strafmaß ist Uganda relativ gut weggekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Präsident Museveni in Uganda darüber jetzt nochmal wieder einen großen Streit losbrechen möchte. Denn im Grunde braucht man sich ja. Ja, Ihre Einschätzung, sorgt dieses Urteil jetzt auf Dauer für Entspannung zwischen den beiden Ländern, dass das Thema jetzt quasi gerichtlich geklärt ist, oder befürchten Sie das Gegenteil? Ich glaube schon, dass es für Entspannung sorgt, weil die Höhe des Strafmaßes ja relativ gut ausgefallen ist für Uganda. Und aber wie gesagt, man braucht sich auch, denn die Grenzkonflikte gehen ja weiter. Kongo hat Dutzende von militärischen Gruppen und Banden, die bekämpft werden müssen. Und eine der wichtigsten, eine der gefährlichsten ist die sogenannte ADF, die operiert an der Grenze zu Uganda. Und tatsächlich haben ugandische und kongolesische Streitkräfte kurz vor Jahreswechsel gemeinsam Aktionen gemacht gegen die ADF. Also wir reden darüber, dass im letzten Jahr 1200 Menschen, Zivilisten, getötet wurden durch die ADF. 50% mehr als im Jahr davor. Es ist also eine ganz brandgefährliche Gruppe, die sich ja auch dem IS angeschlossen hat. Also diese Gruppe zum Beispiel gemeinsam zu bekämpfen, ich glaube, das ist ein größeres Ziel, als jetzt noch länger zu kämpfen, um diese Reparationszahlungen. Ich glaube, man wird sich da einigen. Norbert Hahn, danke nach Nairobi.